Was soll ich denn sagen? Ich heiße Nadine Angerer und das ist meine Geschichte. Es ist eine Schwimmbrille und soll eigentlich eine Taucherbrille symbolisieren. Ich gehe unwahrscheinlich gerne tauchen. Wenn ich eine Woche tauchen gehe, ist es wie, fühlt sich das an wie 6 Wochen Urlaub von der Erholung her. Tauchen verbinde ich auch mit großartigen Reisen. Und deswegen ist diese Schwimm-Tauchbrille ein Gegenstand, der mir verbinden soll. Ich habe mal ein Schneckenpopo gefunden und das symbolisiert eigentlich, dass es das Haus dicht machen soll, also Familie zusammenhalten soll und ja, vor allem Bösen bewahren soll. Und ich habe das halt das Wort dichthalten rausgenommen und nehme es jetzt ab und zu mit zu spielen und ja, soll halt dann symbolisieren, das Tor dichthalten. Ja. Also mein Schneckenpopo, das war einer meiner besten Funde. Ja, ich komme aus Gemünden, das ist in Unterfranken, in Bayern und bin da zwar jetzt nicht mehr so oft, weil ich mehr im Ausland bin, aber nichtsdestotrotz ist es immer schön, wenn ich wieder zurückkomme und Bierfeste in der Garage feier. Das ist genauso schön wie, was weiß ich, irgendwo in Zürich über den roten Teppich zu laufen. Also ich kann das beides wunderbar genießen. Ich bin natürlich immer sehr pflegeleicht, von der Schwangerschaft bis jetzt, aber schon hyperaktiv. Ne? Und da hat sich jetzt wirklich nicht, bis heute nicht wirklich viel dran geändert, aber besser so als anders. Ich gehe ganz gerne in Höhlen tauchen und in alten Schiffswracks. Ja, irgendwie finde ich auch die Tiefe spannend. Also ich bin auch schon ein Adrenalin-Junkie. Ich finde es einfach schön, mit dem Boot rauszufahren, in der Gruppe zusammen tauchen zu gehen und danach auch ein schönes Bierchen zu trinken, finde ich einfach klasse. Und es ist auch ein Freiheitsgefühl.